Also ich bin der Gary Baumgartner, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Münzkirchen, das liegt in Oberösterreich. Ich bin seit 2016 Jesuit mittlerweile, habe vor einem halben Jahr aber erst meine Gelübde abgelegt, also mich an den Orden gebunden für ewig. Und jetzt gerade studiere ich Philosophie in München. Also Philosophiestudium ist erst einmal ein Ausbildungsabschnitt, den jeder macht, der Priester werden will im Orden. Und insofern ist das gesetzt, das hat man auch nicht wirklich selbst ausgesucht. Ich finde es trotzdem spannend, vor allem deswegen, weil ich mit Sachen konfrontiert werde, mit Fragen, die ich mir so eigentlich nicht wirklich stellen würde oder die man sich normaler nicht stellt, die aber ziemlich in die Tiefe gehen. Also das, wie wir uns als Menschen verstehen, was wir eigentlich machen sollen, was überhaupt diese Welt ist, die uns umgibt. Und das finde ich echt faszinierend mittlerweile und hilft mir auch in meinem Jesuit-Sein. Es ist der volle Luxus, voll, wirklich. Natürlich, was braucht also es? Also man kann natürlich sagen, okay, wir machen eine schnelle Wischiwaschi-Ausbildung oder halt nur ein Theologiestudium. Ich finde es sehr gut. Ich finde es sehr gut, weil das Ausbildungsprogramm im Orden so abwechselnde Zeiten haben. Von man ist irgendwo in der Praxis und man studiert und reflektiert über irgendwas. Ich habe vorher Theologie studiert, war dann im Noviziat, ganz viel Persönlichkeitsarbeit ist das, was will ich überhaupt machen mit meinem Leben? Und habe dann diese Lebensentscheidung gefällt, ja, ich will mein Leben lang Jesuit bleiben und immer neu werden eigentlich auch. Und jetzt, also mit dieser ganzen Dynamik, wo ich sage, ja, wow, super, bin ich in der Philosophie und sitze in der Bib und lerne irgendwelche Sachen. Und ich finde das richtig toll eigentlich. Vorher war ich so, okay, muss ich das jetzt? Ich würde lieber irgendwas Praktisches machen. Aber jetzt merke ich, okay, das hat wirklich Sinn. Also eben, es ist irgendwie dieses geführt werden in Tiefe, in Fragestellungen, die wichtig sind, die auch mich irgendwo anfragen und berühren. Und ja, insofern würde ich sagen, ja, es braucht. Und es ist aber eh Investition in die lange Zukunft. Ich bin sehr gerne Jesuit, weil ich jetzt merke in dieser Studiensituation, wie riesig dieser Unterschied ist. Vorher habe ich so ganz normal studiert, als ganz normaler Haverer irgendwo in Österreich. Und jetzt als Jesuit macht es einfach den Unterschied, weil ich in einer Gemeinschaft bin. Eine Gemeinschaft, wo auch junge Leute sind, Jesuiten, die Philosophie studieren, mit denen ich mich aber auf einer ganz anderen Ebene unterhalten kann. Also bei denen hat auch jeder das Bedürfnis, okay, ich will aus der Verbindung zu Gott erleben und irgendwas in der Welt verändern. Und sie sind auch in dieser Philosophie-Studienphase gerade, wo es sehr theoretisch ist. Und da kann man sich richtig gut austauschen. Also das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bin ich froh, weil diese Ausbildung auch irgendwo ein Ziel hat. Also nicht ein Selbstzweck irgendwie, Philosophie, sondern ich verstehe es einfach als Ausbildungsabschnitt, um nachher gut wirken zu können. Und das finde ich toll und ja. Lass mich glücklich sein einfach. Genau.